Amy, könntest du mir wieder einmal einen kleinen Gefallen tun? Soll ich das Päckchen wieder für Sie zur Post bringen, Mrs. Harrington? Ja, bitte. Es muss dringend nach London. Ich wollte kurz mit Robert sprechen. Ist er in seinem Schreibzimmer? Oh, da muss ich dich leider enttäuschen. Er ist vor einer knappen Stunde aufgebrochen. Du weißt, was die Lesung mir bedeutet. Mit einem eiskalter Plan ist mir ein ganz großer Wurf gelungen. Das fühle ich. Meinst du? Es ist ja schließlich nicht das erste Mal, dass du das von einem deiner Bücher behauptest. Grace, bitte. Ich hab doch da nicht etwa einen wunden Punkt erwischt. Es wäre wirklich zu schön, um wahr zu sein, wenn endlich auch bei uns mal ein kleiner Reichtum Einzug hielte. Als ich den Fall mit dem Wachsblumenstrauß gelöst hatte, wollte Mr. Enderby mir sogar einen Heiratsantrag machen. Ach, du und deine Kriminalgeschichten. Aber genau deswegen habe ich dich zur Lesung heute Abend eingeladen. Ein eiskalter Plan von Robert Sheldon. Hoffentlich hält das Buch, was der Titel verspricht. Wen hast du eigentlich noch heute Abend zu der Lesung deines Bruders eingeladen? Oder bin ich gar die Einzige? Nigel hat noch einen alten Freund seiner Familie eingeladen. Monsieur Piquet. Naja, Kathleen hat sich verändert. Oh lala, was du nicht sagst. Vielleicht hast du dich auch verändert. Nein, das glaube ich kaum. Habt ihr euch häufig gestritten in letzter Zeit? Nie. Wir haben uns nie wirklich gestritten. Oder gibt es vielleicht einen anderen Mann? Gott bewahre, nein. Bist du dir da auch ganz sicher? Entschuldige, wenn ich frage, aber du wirkst so nervös heute Abend. Stimmt etwas nicht? Oder kommt es mir nur so vor? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Was sollte auch schon sein? Ich bin wahrscheinlich nur ein wenig aufgeregt wegen heute Abend. Das räume ich ein. So, so. Was machst du? Bist du verrückt? Hast du mich erschreckt? Was machst du denn hier? Aber mir gehen diese Päckchen nicht aus dem Kopf, Jake. Weißt du, was da drin war? Das geht dich überhaupt nichts an, Amy. Es ist soweit alles vorbereitet. Ich würde vorschlagen, dass wir uns nun gemeinsam in den Speisesaal begeben und das Abendessen einnehmen. Was war das? Ich glaube, ich weiß jetzt, was passiert ist.